Wir wollten gemeinsam die Strukturen unserer repräsentativen Demokratie verändern. Es ging uns konkret um das zukünftige Gesicht Stuttgarts, um einen neuen, fairen und intelligenten Politikstil. Und als wir, die Widerstandsbewegung gegen Stuttgart 21, die kritisch aktive Bürgerschaft der Stadt und dieses Landes, euch mit an die Macht gebracht haben, schien vielen unter uns ein wichtiger Schritt in eine veränderte Republik getan. Wir müssen nun erkennen, dass wir uns getäuscht haben. Seit Mittwochmorgen werden die Drahtstationen mit Sichtschutz Stuttgarts alte Träume gefällt. Die Verantwortlichen für dieses unnötige Zerstörungswerk sind immer wieder benannt worden. Und dass Sie, Technologien gestellt werden, das ist folgerichtig und konsequent und das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Wir Stuttgarter müssen nun hinnehmen, dass der Schlosspark in seinem über 100 Jahre alten Baumbestand mit der Bildung und Förderung einer grün geführten Landesregierung abgeholzt wird. Wir müssen hinnehmen, dass diese sinnlose Aktion, diese aberlangst reingemachte Demonstration von einem grünen Ministerpräsidenten nicht verhindert worden ist. Wir müssen hinnehmen, dass Sie, Herr Kretschmann, das Argumentieren, das Kritisieren, das Kämpfen, dass Sie, was Stuttgart 21 betrifft, Ihre politische Arbeit eingestellt haben. Was für eine riesige Enttäuschung, was für ein Desaster für uns, was für ein Desaster für Stuttgart, für die politische Kultur dieses Landes und am meisten für euch, liebe Grüne in der Landesregierung. Wir haben in den letzten Wochen mehrmals bewiesen, dass ihr nicht dazu in der Lage seid, die Verantwortung zu tragen, die ihr nun als Regierende habt. Und weit schlimmer, ihr habt mit eurem Nichtverhalten, mit eurer Untätigkeit, mit euren ignoranzsüchtigen Argumenten gegenüber, ausgerechnet als Grüne, ein Paradebeispiel dafür geschaffen, dass Parteienpolitik immer wirkungsloser wird und dass die Krise der parlamentarischen Demokratie, auch eure, die Krise der Grünen,